Also wir nehmen die Berichte zur Kenntnis über die Äußerungen, die Präsident Putin gemacht hat. Dieser zugrunde liegende Sachverhalt, dass Russland seine Streitkräfte modernisieren will, der ist uns natürlich seit Längerem bekannt. Insofern sind die Äußerungen nicht überraschend. Sie sind allerdings auch kein wirklich hilfreicher Beitrag zur Überwindung der Schwierigkeiten, die gegenwärtig bestehen im Verhältnis zwischen Russland und Europa bzw. Russland und den USA. Die von Präsident Putin gestern angekündigte Aufstockung des russischen strategischen Raketenarsenals ist unnötig und sicher kein Beitrag zur Stabilität und Entspannung in Europa. Die Welt hat sich seit 1989 stark verändert. Wir sind nicht mehr im Kalten Krieg. Es stehen sich keine waffenstarrenden Blöcke mitten in Europa gegenüber. Aber die alten Reflexe aus dieser Zeit sind offenbar noch lebendiger, als wir das noch bis ins letzte Jahr gedacht hatten. Ich kann nur davor warnen, solchen Reflexen nachzugeben und in eine beschleunigte Eskalationsspirale der Worte und dann auch der Taten einzutreten. Ja. Herr Sabiner Schäfer, wie bewertet denn in dem Zusammenhang die Bundesregierung die Modernisierung der Amerikaner von amerikanischen Atomwaffen in Deutschland? Finden Sie die genauso schlimm, diese Modernisierung? Also ich glaube, an dieser Stelle haben wir zu dem Thema schon mehrfach Stellung genommen. Es ist, so glauben wir, ein nicht wirklich politischer Vorgang, sondern ein wichtiger technischer Vorgang, dass bestimmte Waffensysteme der Amerikaner, die womöglich auch sagen, auf deutschem Boden sich befinden könnten, in einer Weise rund erneuert und in Schuss gehalten werden, dass sie nicht nur einsetzbar sind, sondern auch aus anderen Gründen nicht irgendwie gefährlich werden können. Das heißt, die amerikanische Modernisierung der Atombomben hat technische Gründe und bei den Russen sind es politische Gründe? Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, das eine kann man in keiner Weise mit dem anderen vergleichen. Und zwar aus ganz vielen Gründen. Herr Dr. Schäfer, haben Sie denn Anhaltspunkte dafür, dass die in Deutschland stationierten US-Atomwaffen unsicher sind und eine Modernisierung deshalb nicht nur begrüßenswert, sondern absolut dringlich und notwendig ist? Nein, ich habe dazu keine persönlichen Erfahrungen gemacht. Ich verweise aber auf offizielle Äußerungen der amerikanischen Regierung, die das als wesentliches Argument für Investitionen in die Modernisierung solcher Waffen ins Feld geführt hat. Das scheint mir auch Sinn zu machen. Wenn solche Waffen seit mehreren Generationen im Einsatz sind, dann kommt irgendwann der Moment, an denen man sich überlegen muss, sie rund zu erneuern. Herr Jung. Wann verlassen diese Atomwaffen Deutschland? Ich kann dazu nichts sagen. Frau Audeba, Sie sagten, INF-Vertrag steht im Zentrum der Gespräche wohl. Heute früh hat Lavrov an die europäischen Staaten appelliert, bei den Verhandlungen zur Rettung dieses Vertrages zu helfen. Ist denn Deutschland bereit dazu, dabei zu helfen? Und wie könnte eigentlich Deutschland diesem Vertrag helfen? Also ich denke, wir sind in einer Situation, wo die NATO ganz einmütig festgestellt hat, dass Russland den Vertrag verletzt. Und dass es an Russland ist, zur Vertragstreue zurückzukehren, indem es die vertragswidrigen Marschflugkörper abrüstet. Wir haben sehr darauf gedrungen, dass es diese 60-Tages-Frist noch einmal gibt und sind natürlich dafür, in dieser Frist Gespräche zu führen und auch zu eruieren, wie man denn zu einer Lösung, die in dem oben beschriebenen Sinne wäre, kommen kann. Und das wird Gegenstand der Gespräche mit Außenminister Lavrov sein. Und natürlich, wenn es reale Angebote auch gibt von russischer Seite, wie man den Weg dorthin zur Vertragstreue beschreiten kann, dann ist das interessant und dann wird man darüber reden wollen und reden müssen. Aber es ist auch klar, Russland ist hier am Zug seit dem Beschluss der Außenminister vom Dezember. Zusatz? Sie sagten Angebote, Sie warten auf Angebote von Russland. Gestern laut Lavrov in Genf hat Russland ein Angebot gemacht. Und zwar hat Russland, ich zitiere Lavrov, vorgeschlagen, den amerikanischen Experten die Möglichkeit zu geben, vor Ort sich zu überzeugen, dass diese SSC-8-Raketen nicht den Vertrag verletzen.
War das so wirklich in Genf und was halten Sie von so einem Vorschlag und warum wie kommentieren Sie die Nichtbereitschaft der USA, auf diesen Vorschlag einzugehen? Also was Genf betrifft, werden wir noch unterrichtet, auch über die Ergebnisse dort. Die ersten Meldungen, die von beiden Seiten herausgedrungen sind, sind, dass es erstmal keinen großen Durchbruch gegeben hat. Das ist unser Stand. Und nochmal, der Beschluss der NATO vom Dezember ist sehr eindeutig. Russland verletzt den Vertrag und kann zur Vertragstreue eben auch zurückkehren, indem es die vertragswidrigen Marschflugkörper, und das ist ein Beschluss der NATO und eine Feststellung der NATO, eine einmütige Feststellung, abrüstet. Das ist unsere Situation. Und natürlich sind Gespräche, wie man dahin kommt, zu begrüßen. Und der Außenminister wird eben jetzt nach Moskau fahren und sich auch persönlich mit Herrn Lavrov zusammensetzen, um sich anzuhören, was russische Vorschläge sind. Wenn es eine reale Möglichkeit gibt, diesen Zustand, den ich beschrieben habe und der die Vertragstreue wiederherstellt, näher zu kommen oder dorthin zu kommen, dann wäre das etwas, was wir sehr begrüßen. Herr Buchholz. Ja, noch mal ganz kurz zum Thema Europaratmitgliedschaft. Wurden beim Treffen mit Herrn Jagland konkrete Maßnahmen, Angebote oder Prozeduren ausgearbeitet? Und wenn ja, wie sehen die aus? Das Gespräch mit Herrn Jagland drehte sich um die Frage der Mitgliedschaft Russlands im Europarat, die zu erhalten mit allen Rechten und Pflichten ein Ziel auch unserer deutschen Außenpolitik wäre. Und natürlich ist darüber gesprochen worden, ob es Möglichkeiten gibt und konkrete Schritte gibt, die man dort unternehmen kann. Das ist im Moment nichts, was ich von diesem Podium aus hier erläutern kann. Aber ja, natürlich wird es darum gehen, wie macht man das, kann man konkret daran arbeiten, auch in den nächsten Monaten, dass es da vorangeht. Frau Adebar, doch noch mal anknüpfend an die Frage nach dem Lavrov-Vorschlag. Die Situation war, die NATO stellt fest, Russland verletzt mit Marschflugkörpern INF. Jetzt sagt Russland, nee, tun wir nicht. Und wir bieten euch an, das vor Ort zu überprüfen, also Inspektoren vor Ort. Das ist etwas, was man in anderen Konfliktsituationen, sei das Giftgas oder sonst wo, außerordentlich begrüßt, direkte Inspektion vor Ort. Warum fällt es der Bundesregierung offenbar so schwer, zu sagen, wunderbarer Vorschlag, nehmen wir sofort auf? Weil wenn es tatsächlich so sein sollte, was man ja nie ausschließen kann, dass sich die NATO in ihrem Beschluss geirrt hat, möglicherweise könnte man das dann feststellen. Das wäre ja eine Konfliktregelung der allerbesten Art, oder? Also dazu will ich noch mal sagen, dass Russland den INF-Vertrag verletzt ist und die NATO dies festgestellt hat. Diesem Beschluss gingen, glaube ich, fünfjährige Gespräche auch seitens der USA voraus. Und über 30 Termine, in denen versucht wurde, und zwar initiiert von US-Seite, mit Russland darüber zu sprechen, über eben diese Waffen. Und diese Gesprächsangebote gab es über die ganzen Jahre, in verschiedenen Varianten. Russland hat bisher die Vorwürfe nicht ausgeräumt. Und nur so kam es zu dem Beschluss, den die NATO dort gefällt hat. Das heißt, das hatte einen Vorlauf und das hatte auch intensive Gespräche und Gesprächsversuche im Rahmen der NATO und auch seitens der amerikanischen Partner, bis man zu diesem einmütigen Beschluss kam. Ich habe mich hier im Moment über die Ergebnisse von Genf nicht äußern wollen, weil wir natürlich auch erstmal mit den amerikanischen Partnern und das Briefing in der NATO darüber abwarten wollen, was da konkret wie angeboten ist. Fakt ist, wir fahren dorthin, der Außenminister wird mit Lavrov sprechen und wenn es eine reale, ernst gemeinte Möglichkeit gibt, Schritte in die richtige Richtung zu unternehmen, wird man darüber zu reden haben. Zusatz? Aber Sie würden schon zustimmen, dass eine Überprüfung on the ground, ob ein Vorwurf berechtigt ist oder nicht, sozusagen ein sehr wünschenswertes Mittel der Überprüfung wäre. Ach, jetzt versuchen Sie mich in eine ganz enge Richtung zu drängen. Alles, was reale Fortschritte zeitigen würde, ist etwas, was es wert ist, sich anzuschauen.